Hey, lässt du meine Hose ganz? Du kleines Monster, hör auf. Hör auf. Was ist los, Mami? Das kleine Räuber, du. Ja, leg dich auf den Schoß. Ich werde überrannt. Ein kleinen Monster. Ey, nicht in meine Jacke beißen. Nicht in meine Jacke beißen. Du Stinky. Da ist nichts für dich drin. Nein. Nein. Hey. Hey. Meine Hose. Kleine Räuber. Hey, was ist los, Mami? Ha? Streichel mich. Streichel mich. Ja. Oh. Na du? Kleine spitze Zähnchen habt ihr schon. Kleine Wölfchen. Meine Jacke. Hey, du Freitags. Da.
Von allen Seiten kommen sie an die Jacke. Was ist? Was? Sind jetzt ungefähr 4 Wochen alt. 4 Wochen alte Malamutbabys. Das ist die Züchtung, die am allernächsten zum Wolf ist. Näher noch als der Husky. Und ein Merkmal davon ist auch, dass sie keine hellen Augen haben. Die haben immer dunkle Augen. Außer sie haben rotbraunes Fell, das kommt auch vor, dann haben die bernsteinfarbene Augen. Ja. Kriegen langsam Zähne und wollen überall reinbeißen. Schmeckt's? Schmeckt's? Na, was ist bis jetzt platt? Ah, Nägel. Miau. Die Rasse ist so entstanden, dass früher die Ureinwohner quasi einen Deal mit den Wölfen hatten. Die haben die Sachen, die sie nicht verwerten konnten von der Jagd, wie teilweise Innereien oder ähnliches, den Wölfen gegeben. Und die waren dann den Menschen sehr zugewandt. Wenn einer gebissen hat oder irgendwas gemacht hat, haben sie die getötet und nur mit denen weiter gezüchtet, die quasi menschenfreundlich waren. Und so hat sich über sehr, sehr viele Jahre, Jahrhunderte, diese Rasse gebildet. Und es gibt nicht mehr ganz so viele Züchter, die Malamuts züchten. Sind aber auch ganz schön wild. Ja, wild. Genau. Die fangen jetzt schon an, im Kleinen zu üben. Und wenn die Großen sich raufen, dann musst du die echt auseinandertreten. Die töten sich sonst. Also das ist echt krass. Den Menschen machen sie überhaupt nichts, sind total liebevoll und möchten gern zum Mensch. Aber untereinander muss man echt gucken, wen man zusammenlässt und wen nicht, weil die kriegst du nicht auseinander. Der Peter, der Züchter, hat auch schon erklärt, dass er auch schon alles Mögliche probiert hat und die sind echt extrem robust. Also denen macht kaum was irgendwie aus. Elektroschocker oder sonst was. Kannst du vergessen bei denen. Kannst du vergessen, kleine Monster. Hey. Ja, was. Voll süß. Nur am Rangeln hier. Das sind 2 Mädchen und 3 Jungs. Das hier ist ein Mädchen, die da, mit dem weißen Punkt da hinten am Popo. Da. Und die hier mit dem weißen Punkt auf der Stirn ist auch ein Mädchen. Und das ist ein Junge. Gell, Rabauke? Der hier auch. Der hat hier hinten so einen schönen dunklen Punkt in dem weißen Kragen. Und der hier mit dem weißen fleckigen Kragen ist auch ein Kerl. Kleines Monster. Ja.
Hey. Und trotz der Kälte und dem Schnee haben wir jetzt ungefähr 40 Zentimeter. Sind die schon draußen. Die haben richtig gutes Fell. Die haben jetzt die ersten ein, zwei Nächte draußen gehabt. Haben sie gekuschelt und es war auch warm genug. Davor waren sie drin in der Box. Was macht ihr denn da? Hallo? Total süß. Was gibt's da Interessantes, hä? Kommt man nicht raus? Da geht's nicht durch. Kommst du wieder raus? Du bleibst vielleicht stecken sonst, ein Mädchen. Hm? Keine gute Idee. Na, jetzt wird's langsam wieder kalt vom Toben. Kann man zu Mami gehen zum Kuscheln? Ja. Der Große hier, der hat schon so viel Speck hinten. Richtig viel Haut. Der hält es am längsten aus, gell? Ja. Der kommt auch immer gleich zuerst, wenn ich reinkomme. Will immer gleich hoch. Hm? Die anderen sind alle schon drin. Spielen. Spielen. Jo. Kann man den ganzen Tag zugucken, die sind so goldig. Aber die wachsen auch unheimlich schnell, muss man sagen. Hören sie schon fast an wie die Großen, nur ist da noch nicht so ernst. Und auch hier ist es fast wie bei den Menschen. Die Mädels sind echt am schlimmsten. Das Mädel hier und das ist auch ein Mädel. Nur Armkappeln, die zwei. Die Jungs da hinten, voll gemütlich. Die Mädels, voll armkämpfend. Wie die Jungs gucken, was machen die da? Ist denen nicht langsam kalt? Na, jetzt reicht's, hä? Kriegt den besten Platz.
Na, Wölfchen? Hm? Jetzt zwei Mädels. Da sieht man schon die Zähne. Voll groß. Klein und spitz. Wow. Monster. Ja, was ist das, hä? Komisch. Komisches Ding. Mal gleich zu Mami gehen. Na? So Spaß hier echt. Voll geil. Ey, was macht ihr denn da? Hm? Ja, du bist ganz wild, gell? Mami ist müde. Geh mal wieder rein.